Schönen guten Morgen zusammen. Heute startet leider schon unser letzter Tag. Wir fahren jetzt erstmal auf den Schlachthof und danach besuchen wir noch die Weißhähnchen. Ich bin schon gespannt, vor allem auf diese Qualitätskontrolle, die Label Rouge ja auch so besonders macht. Ja? Und dann auch nochmal auf die Weißhähnchen, weil die hat es ja jetzt lang nicht gegeben aufgrund der Vogelgrippe. Aber jetzt gibt es es wieder und da freue ich mich besonders drauf, weil ihr, unsere Kunden, mögen ja Weißhähnchen noch viel lieber als Maishähnchen. Bevor wir uns auf den Weg begeben, müssen wir uns abreisefertig machen. Also unser ganzes Gepäck von der Unterkunft ins Auto verfrachten. Wir kommen nicht zurück. Nach dem Besuch der Höfe reisen wir nämlich zurück nach Deutschland. Und das, obwohl wir gestern wieder so einen langen Tag und wenig Schlaf hatten. Das heißt, wir haben wieder einen engen Zeitplan. Wir wollen rechtzeitig wieder in Deutschland sein, da wir morgen einen Drehtermin haben. Zeitdruck ist also wie immer vorhanden. Hast du eigentlich gut geschlafen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig gut geschlafen. Bei solchen Gastgebern, außerdem war der Tag gestern auch wieder sehr anstrengend. Wir waren ja wieder, keine Ahnung, 16, 17 Stunden unterwegs. Aber die Betten sind bequem, das Zimmer ist sauber und es ist hier ultra ruhig. In der Früh wecken einen eigentlich nur die krähenden Hähne auf. Also von daher gefällt es mir hier total gut. Ein bisschen mehr hätte ich schlafen können. Wieso, wie viel hast du denn geschlafen? Ja, 6 Stunden. Aber wenn man dann bedenkt, was heute auf uns wartet, hätte man vielleicht auch 7 oder 8 Stunden draus machen können. Ja, weil wir müssen ja noch ungefähr 15 Stunden nach Hause fahren. Und ja, wird sportlich. Irgendwie taucht der Rest der Crew nicht auf. Was da wohl passiert ist? Ich frag die mal, wo die sind, weil dann können wir da einfach selber schnell vorfahren und dann fahren wir da selber schnell hin. Ja, guten Morgen. Woran liegt denn das eigentlich, dass ihr immer zu spät seid? Liegt es am Xavier oder liegt es an euch zwei? Aha. Okay, alles klar. Was seid ihr gleich da, so wie immer, ne? So in einer halben Stunde. Dirk, Effizienz Freiberger, ja, hört okay. Das nicht so gerne. Aber passt nicht wieder die Ausfahrt, ne? Dass er dann wieder vorbeiheizt und uns wieder vergisst, so wie gestern Nacht. Okay, wir sind bereit. Wir müssen bloß noch das Zeug umladen und dann geht's los. Okay? Lukas hat verpennt. Der hat sich einfach nochmal hingelegt. Der hat sich gedacht, naja, ich will auch meine 6 Stunden Schlaf haben. Lege ich mich einfach nochmal hin. Und naja. Jetzt ist er halt, sind sie halt ungefähr eine halbe Stunde schon zu spät. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wird's halt heute Nacht. Oder morgen früh gehen wir gleich direkt dann zum nächsten Termin. Da können wir ja noch eine Runde relaxen. Sie sind gleich da, hieß es. Naja, würde ich jetzt sagen. Gleich. Das sprengt natürlich jetzt heute schon wieder komplett den ganzen Ablauf. Naja. Sie kommen an. Ich hoffe, alle sind fit und wir packen den Tag. Schließlich starten wir wie immer mit Verspätung. Planung ist nicht wirklich unsere Stärke. Hart durchziehen, aber schon. Habt ihr es auch mal geschafft, ja? Wir haben es geschafft, genau, pünktlich um 1/4 Stunde Verspätung. Aber das ist ganz normal, oder? In Frankreich zumindest. Also wir sind grün im Bereich, würde ich sagen. Genau, richtig. Bonjour. Bien, merci. Gut geschlafen? Gut geschlafen, ja. Viel geschlafen? Ich habe so das Gefühl, die Nächte werden immer kürzer. Um 2 oder so bin ich ins Bett. Das ist richtig. Und was sagt unser Lukas? Ja, viel zu wenig. Nacht, viel zu viel Tag. Also Jungs, nichts mit Rauchen. Keiner raucht. Haben alle aufgehört. Geht's endlich los, Dirk? Endlich geht's los, ja. Der letzte Teil unserer Reise in Südfrankreich beginnt. Wie schon gesagt, jetzt erstmal an den Schlachthof zu den Hähnchen.
und danach noch zu den Weißhähnchen und dann wieder straight Richtung Heimat. Also wir hatten gestern echt Glück mit dem Wetter. Heute ist es irgendwie ja, so bewölkt. Schaut ein bisschen so nach Regen aus, als wenn eine Regenfront auf uns zukommt. Also ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch im Trocknen bleiben, bis wir bei den Hähnchen waren. Aber ja, es ist auch nicht so warm wie gestern. Wir haben jetzt erst 18 Grad. Gestern war es um die Zeit schon über 20 Grad warm und voll sonnig. Deswegen ja, haben wir einfach einen guten Zeitpunkt erwischt. Der Kameramann findet es gut, dass es nicht so warm ist. Ja, ich finde es auch gut. Ist auch besser für die Hähnchen, dann sind die auch aktiver. Das hatten wir ja gestern auch gesehen. Die Hähnchen waren ja gestern nur im Schatten. Und ja, für die hat es ja... Also uns wurde ja gesagt, dass die Hähnchen im Schatten sind, weil der Schatten für sie einfach Sicherheit bedeutet. Und sobald sie aufs offene Feld gehen, wo die Sonne scheint sozusagen und kein Schutz durch Büsche oder Bäume ist, sie automatisch so einen Angstreflex bekommen, weil sie Angst vor Greifvögeln haben, ja, die dann von oben kommen oder die einfach abgreifen können. Also von daher ja, ist es heute bestimmt ja, angenehmer. Morgen, Bernadette. Guten Morgen, Bernadette. Wie geht's? Ça va. Ça va? Gut. Let's go. Let's go. Let's go für die Werksbesichtigung. Ja? Ja. Mach mal. Unser erster Halt heute ist die Produktion und Verarbeitung des Label Rouge-Geflügels. Wir wollen das Werk besichtigen und mit eigenen Augen sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ohne Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards geht natürlich nichts. Also rein in die Schutzkleidung und let's go! Sie führen uns herum und erklären Dirk vollumfänglich den Ablauf der Produktion. Sie zeigen uns die verschiedenen Schritte, also vom Zuschnitt bis hin zum Versand. Alles dürfen wir nicht filmen, da es hier auch um Betriebsgeheimnisse geht. Das Geflügel durchläuft verschiedene Stationen und an jeder Station führt ein Mitarbeiter eine andere Tätigkeit aus. So bleibt das Ganze im Fluss und kann effizient gestaltet werden. Das ist notwendig, da die Nachfrage nach dem Label Rouge-Geflügel in Frankreich sehr hoch ist. Anders als in Deutschland achtet man dort verstärkt auf hohe Qualität und gute Haltung. Dabei ist es egal, ob man das Fleisch im Regal oder beim Metzger findet. Aus diesem Grund ist das Siegel auch in Supermärkten vertreten. Die Führung ist vorbei. Wir verabschieden uns. Der nächste Halt wartet. So, jetzt haben wir unsere Besichtigung des Schlachthofes oder des ganzen Produktionsprozesses abgeschlossen. Für mich total hammermäßig, vor allem ich habe die ganzen tollen Produkte gesehen, die hier am Schlachthof produzieren. War einfach eine richtig interessante und auch ein wichtiger Teil des ganzen Qualitätsprozesses bei Label Rouge oder Les Familles Landais. Also von daher wirklich eine wichtige Station heute. Aber jetzt geht es erstmal zu den Weißhähnchen weiter. Die letzte Station auf unserem Ausflug oder unserem Trip zu Südfrankreich. Zuvor müssen wir aber noch unser Gepäck umladen. Dabei machen wir eine kurze Snackpause und genießen eine französische Nachspeise. Bonjour, Gilou. Gilou, wir haben was. On a quelque chose pour toi, un cadeau. Währenddessen stößt auch Gilou dazu. Sie ist auch schon bereit für den nächsten Hof. Zur Erinnerung, sie und Xavier sind für unsere Hoftour verantwortlich. Was ist das? Es ist dieser gebackene Pudding. Parmesan. Ja, ist das gut? Sauce glaçon. Das ist mit Eiswürfelsauce. Das ist eine Spezialität. Wird ganz gut, ne? Vor allem nicht so aufdringlich süß, sondern so eine schöne, gleichmäßige Verteilung mit so einem leichten, fast herzhaften Geschmack, finde ich. Aber weiter jetzt. Dann Shepherds, auf geht's. Auf und davon. Shepherd ist das Wort mit Urlaub. Shepherd.
Auf der Fahrt zum Hof reden wir noch ein wenig über die Reise. Schließlich ist das unser letzter Tag in Frankreich. Totale Knaller, ich wollte gerade vor ins Gästehaus gehen und ihm guten Morgen sagen und sagen, ja, kann ich eine Tasse Kaffee haben? Komme ich raus, steht die Tasse Kaffee oder wer sagt die Kanne Kaffee mit einer Tasse. Alles, wo ich gesagt habe, ich will in der Früh nur eine Tasse Kaffee, da habe ich ihm am Tag vorher gesagt, am nächsten Tag war es einfach so dagestanden. Ey, der Hammer, der volle Hammer. Also die sind echt volle Hammer. Ja, bei mir war es auch so krass, der hat gestern echt gecheckt, dass ich grünen Tee getrunken habe. Und dann hat er mir gleich eine größere Packung reingelegt und eine größere Tasse. Cool. Ich weiß nicht, wer das gleich rausgefunden hat. Vielleicht Videoüberwachung in den Zimmern. Dirk ist hyped, oder? Ich? Ja. Wie meinst du, ich bin hyped? Ja, für die letzte Lavabu-Station. Ja, klar bin ich hyped. Alter. Das ist. Auf der einen Seite bin ich natürlich jetzt voll motiviert, auf der anderen Seite ist es natürlich schade, weil das ist jetzt dann eigentlich auch das Ende. Also das ist jetzt die letzte Station, die wir haben. Und wir waren hier, oder wir sind hier so gastfreundlich und ja, ich würde schon fast sagen liebevoll empfangen worden, dass es mir jetzt ehrlich gesagt inzwischen auch schwerfällt, jetzt nach so kurzer Zeit schon wieder heimzufahren. Ja, es ist auch irgendwie, hat man sich jetzt erst eingewöhnt irgendwie und dann ist schon wieder vorbei. Genau. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hier schon mal ein kleiner Ausblick. Haben jetzt eine Stunde überzogen. Ich hoffe, es war nicht der letzte Stopp. Eigentlich war ja heute geplant, wir fahren mal pünktlich los. Eddie wird als erster die Schnecken probieren. Oh. Nein, nicht. Also ich muss nicht viel übersetzen. Hi, servus. Ja, wie kann ich dir helfen? Ah, okay, ja, du bist gerade auf unserem Kanal Freiberger TV? Ja, genau. Ja, du musst jetzt das rote Kästchen, ja, da wo abonnieren steht, da musst du draufklicken. Ja, super, einmal frei. Schön, dass ich dir helfen konnte. Mach's gut, servus.